Tja, was mich an der EU momentan richtig aufregt und was für Infos euch erwarten, seht ihr gleich nach dem Intro. In diesem Sinne, bis dann! Zu den neuen EU-Tabakrichtlinien. Meine Meinung, ich finde es nicht schlimm, dass sie es verschärfen wollen. Ich finde es auch richtig cool eigentlich von der heutigen Generation, dass das Rauchen uncool geworden ist. Ich persönlich möchte ja auch irgendwann aufhören, beziehungsweise ich habe es demnächst schon vor, und zwar im August, wenn ich 2 Wochen Urlaub habe. Da ist es wesentlich einfacher, mit dem Rauchen aufzuhören, aber dazu gleich nochmal mehr. Ich habe da nämlich was mit euch vor, es wird richtig interessant. Und zwar, was mich an der EU aufregt, ist Folgendes. Die haben ja neue Verpackungsrichtlinien in der Tabakindustrie, haben sie jetzt seit 2015 hatten sie es angekündigt, jetzt haben sie es dann umgesetzt, und zwar haben sie verschiedene Bilder auf die Verpackung gedruckt. Ja, finde ich in dem Sinne eigentlich nur dann schlimm, in dem Moment, wo so 3 bis, sage ich jetzt mal, roundabout 7-Jährige im Laden solche Bilder sehen können. Ich kann jetzt diese Bilder nicht einblenden. Ich kann jetzt diese Bilder nicht einblenden, weil ich einerseits mich nicht darüber aufregen kann, andererseits die Bilder im Netz zeigen. Deswegen erkläre ich euch das kurz. Und zwar, man sieht unter anderem abgetrennte Zehen und Finger und Füße, keine Ahnung. Man sieht OPs von, also Lungen-OPs sieht man unter anderem auch. Jede Menge Blut auf jeden Fall, Krebsopfer etc. pp. Und so weiter und so fort. Ich finde das nicht in Ordnung, weil so viele Kinder können das frei sehen. Ich meine, gut, in der Tankstelle jetzt bei uns zum Beispiel, da haben sie kleine Abblenden vor diesen Bildern auf den Schachten, aber ey, Alter, in jedem anderen Laden. Jetzt gehen wir mal im Einzelhandel, wenn die diese Schachteln rausholen und legen sie aufs Band, jeder kann es sehen. Bei uns im Getränkemarkt haben sie keine Blenden davor, da kann es auch jeder sehen. Da denke ich mir, what the fuck, Mann? Was hat sich der EU dabei gedacht, dass die sowas rausbringen? Gebe ich euch mal ein Beispiel, und zwar verschiedene Ballerspiele und Games, wo Blut fließt. Es wird zum einen gecuttet, zum zweiten wird es verboten oder ab 18 geschaltet. Verschiedene Filme, Animes zum Beispiel auch, unter anderem One Piece und Naruto und so weiter, wo man viel Blut eigentlich im Originalen sieht, wird in Deutschland alles rausgecuttet. Und andererseits zeigen sie solche Bilder in der Öffentlichkeit. Da denke ich mir, Alter, wo ist der Verstand geblieben? Die können doch nicht einerseits so viele Sachen schneiden, ab 18 schalten und andererseits dann solche Bilder zeigen. Also, sorry, da geht es mir echt an Kragen. Wie schon gesagt, ich finde es nicht schlimm, dass sie es verschärfen wollen, aber da muss es echt eine andere Möglichkeit geben. Wie schon gesagt, ich möchte aufhören im August, wenn ich 2 Wochen Urlaub habe, weil da sind nicht so viele Raucher um mich herum. Wenn ich nämlich auf der Arbeit bin, jeder, der raucht, kann mich verstehen in dem Fall. Das ist so ein gewisser Gruppenzwang. Das müsst ihr aber gar nicht wissen. Wie schon gesagt, meiner Meinung nach können sie da andere Sachen machen. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, warum riecht er sich denn drüber auf? Wenn er doch aufhören soll, soll er aufhören. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es ist wie mit dem Zocken. Das ist für uns Raucher so aufzuhören, wie wenn eure Mama ins Zimmer kommt, zieht euch den WLAN-Stecker und sagt jetzt Schluss mit dem Zocken. So ist es ungefähr mit dem Raucher. Wir ringen uns dann tierisch drüber auf, werden nervös, keine Ahnung, so Entzugserscheinung halt. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach. Also wie schon gesagt, im August werde ich auf jeden Fall damit aufhören, weil ich finde es auch, es geht tierisch auf die Gesundheit. In der EU jährlich sterben 700.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Und es ist ja auch ein ganz schöner Schlag für unser Gesundheitssystem in Deutschland, weil halt umso mehr Raucher, umso mehr Krankheiten, umso mehr müssen ins Krankenhaus. Natürlich müssen dann die Krankenkassen dementsprechend auch mehr arbeiten. Finde ich völlig in Ordnung. Ich bin auch der Meinung, dass, also es war ja mal im Gespräch, dass die Krankenkassen gesagt haben, die jetzt rauchen oder übergewichtig sind, natürlich 2 Laster, dass die praktisch mehr bezahlen müssen. Fände ich jetzt auch in Ordnung, weil die Nichtraucher müssen ja darunter leiden, dass die Raucher praktisch die Gesundheitskassen oder die Krankenkassen da sowas von auslassen. Wie schon gesagt, also ich finde es völlig in Ordnung, auch dass die heutige Jugend sagt, Rauchen ist total uncool. Finde ich geil, auf jeden Fall, und deswegen werde ich mich anschließen und werde definitiv aufhören. Ich mache dann, also ich habe es vor, wahrscheinlich so ein kleines Videotagebuch zu machen in 2 Wochen. Schaut am besten mal rein, würde mich interessieren. Wie schon gesagt, schreibt in die Comments, was ihr davon haltet, also von den neuen Tabakrichtlinien. Ist es in Ordnung? Ist es nicht in Ordnung? Findet ihr es verstörend? Findet ihr es, wie schon gesagt, haut's mal rein, würde mich interessieren. So, was jetzt wirklich interessant noch für euch ist, sind natürlich die Infos an euch. Ich muss jetzt von meinem letzten Video, muss ich mich nochmal korrigieren. Ich habe ja gesagt, der Hörlicks Art Graphics, der macht Banner und Intros. Ist natürlich nicht richtig. Er hat mir das jetzt nochmal in die Comments reingeschrieben und hat gesagt, Alter, ich mache nur Banner.
Das war jetzt ein bisschen bescheuert, ja, ich weiß. Aber wie schon gesagt, der ist auf jeden Fall für Banner zuständig. Da habe ich auch noch einen anderen für euch, falls die Banner euch jetzt nicht so wirklich ansprechen. Ich habe jetzt einen bei Overwatch getroffen, der ist auch auf YouTube unterwegs und der macht auch Banner. Der heißt nämlich Crooney. Ich werde ihn auf jeden Fall hier oben nochmal einploppen. Natürlich auch den Hörlix, ist ja völlig klar. Auch in die Infobox werde ich ihn euch nochmal reinhauen oder beide. Und wenn ihr Intros braucht, dann geht zu meinem Kollegen, den TuFX. Wie schon gesagt, den auch nochmal da oben. Und unten in der Video, also in der Videobeschreibung, Infobox, nennt wie ihr es wollt, auf jeden Fall. Und ja, der macht 3D-Intros mit Musik. Ihr kennt's, ist ja voll modern und so. Da kriegt ihr auf jeden Fall so schnell wie möglich euer Banner. Die hauen, also die drei hauen nämlich ein Video nach dem nächsten raus. Ein Banner, ein Intro kommt da nur so reingeflogen. Da müsst ihr auf gar keinen Fall lange warten. Und wie schon gesagt, schaut bei denen auf jeden Fall mal vorbei. Die haben es richtig drauf. Ja, zu mir jetzt nochmal. Ich habe jetzt echt gedacht, dass, nachdem ich angekündigt habe, dass ich mit den Fan-Intros aufhöre, dass die Abos sowas von in den Keller fallen. Ich finde das so geil, dass ich auf so viel Verständnis gestoßen bin von euch. Finde ich sensationell auf jeden Fall. Ich habe ja 105 Abonnenten mittlerweile, Alter. Sensationell. Ich finde es so geil von euch. Und ich habe mir jetzt ein paar Sachen überlegt. Also für mein Abonnenten-Special entweder wieder so ein FAQ wie beim letzten Mal oder mal ganz was anderes. Und zwar, ich habe mir überlegt, ladet bei euch ein Video hoch, wo ihr im Titel praktisch für Abonnenten-Special Avenger oder keine Ahnung, irgend so ein Let's Play oder ein Vlog-Video oder irgendwas, irgendein paar Highlights schneidet zusammen. Macht es natürlich nicht zu lange, ist ja völlig klar, so maximal 2 Minuten oder was. Da muss ich nicht ganz so viel nachschauen. Dann werde ich diese auf jeden Fall in meinem Abonnenten-Special nochmal einblenden und ein bisschen was dazu erzählen. Weil ihr wisst ja, in meinen Fan-Intros habe ich immer mal so ein paar kleine Empfehlungen rausgehauen für diejenigen, die das Intro bekommen haben, zwecks Kanal und so. Und das wäre halt die Gelegenheit. Ich werde dann so 3 oder 4, 5 Highlights werde ich präsentieren. Also wie schon gesagt, ich bin mega gespannt. Schreibt es mir in die Comments auf jeden Fall, ob FAQ oder Highlights-Vorstellung. Wie schon gesagt, haut rein. Wir sehen uns gleich in der Endcard wieder. Tja, da sind wir auch schon in der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie schon gesagt, hier ist nochmal mein letztes Video zu sehen. Da unten nochmal meine kleinen Playlists. Ich zum Beispiel jetzt habe... gucke öfters mal meine uralten Let's Plays, zum Beispiel das Zelda Ocarina of Time. Es ist immer wieder geil, mir anzuschauen. Meiner Meinung nach, also ich finde es eigentlich ganz cool. Vor allem die Entwicklung vom Mikro von damals bis jetzt, das ist ein mega Unterschied. Auf jeden Fall, schaut mal rein. Ich habe auch jetzt zum Beispiel noch ein Let's Play, das ist ziemlich in Vergessenheit geraten. Das ist mir jetzt mal so aufgefallen im Let's. Ich habe mal ein Infernal angefangen. Ich würde mal bitten, für diejenigen, die Let's Plays interessieren, schaut euch das Spiel mal an. Wie ihr es findet, schreibt es mir in die Comments rein. Bei dem Video ist ja klar, also bei den Let's Play von Infernal. Und schreibt mir mal, ob ich das weitermachen soll, weil ich habe keine Ahnung. Das The Walking Dead ist fast schon am Ende. Ich glaube, da sind jetzt noch 1 bis 2 bis 3 Parts oder so. Und dann ist das Thema erstmal beendet. Deswegen würde ich mal sagen, entweder ich mache mit Infernal weiter oder halt ein anderes Game. Mal schauen. In diesem Sinne würde ich mal sagen, das war es auch schon wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich bin natürlich wieder euer Avenger, wie immer. Wenn ihr mich richtig cool fandet, natürlich wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig krass fandet, wieder diesen Button. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Servus, alter Schwede.